Hallo, hier ist Clara. Wir stricken heute zusammen das schöne, zarte Muster, das sehr leicht zum Stricken ist. Und so sieht es aus. Ich hoffe, das kann man sehen. Also so zarte, kleine Sternchen sind da. Und wir fangen gleich mal auch schon an. Zahl der Maschen ist teilbar durch 6 plus 3 Maschen und plus 2 Randmaschen. In die Höhe besteht das Rapport aus 4 Reihen, aber weil wir das Muster so immer schräg verschieben, dann kommt noch ein Rapport dazu. Also insgesamt dann 8 Reihen. Und wir fangen schon mal an in der ersten Reihe. Erste Reihe. Erste Masche abheben und dann stricken wir alle Maschen rechts. In der ersten Reihe bitte alle Maschen rechts abstricken und die Randmasche links. Reihe 2. Wie immer erste abheben und wir stricken die ganze Reihe, alle Maschen links. Wir sind in der Reihe 3, das ist die entscheidende Reihe. Erste abheben, dann der Faden kommt nach vorne und die drei Maschen zusammen links abstricken. Links, dann Umschlag und nochmal die drei Maschen links abstricken. So, wir kennen das schon, wenn man aus 3, 3 rechts macht und hier aus 3, 3 linke Maschen. Fertig, nächste drei Maschen rechts. Die nächsten drei Maschen machen wir zusammen, Faden nach vorne und wir stricken die drei Maschen zusammen links, ein Umschlag und nochmal die drei Maschen zusammen links. Nächste drei Maschen rechts und wir machen das Gleiche. Umschlag vor dem Faden nochmal reinstechen und es dann fallen lassen. Die nächste drei Maschen rechts und die letzte drei Maschen machen wir das gleiche. Umschlag und nochmal links und die Randmasche links. So sieht das aus. Wir wenden und die letzte Reihe erste abheben, die letzte, die vierte und wir stricken alle Maschen, die wir hier haben, links. Alle Maschen hier, die drei auch, eine nach dem anderen, die ganze Reihe bitte links stricken. Und das war die letzte Reihe von unserem Rapport. Und so sieht es aus. Wir möchten hier aber, dass die Sternchen so schräg versetzt sind. Und wir fangen nochmal den Rapport zu stricken, indem wir die erste Reihe wie auch vorher alle Maschen rechts stricken. Bitte. Wir sind in der Reihe 2, erste abheben und alle Maschen links stricken, bitte.
Wir sind in der 3-3, das ist die entscheidende Reihe. Und meine Orientierung ist so. Die erste 3 Reihe, da unten sehen wir das Sternchen. Die nächste 3, nicht Reihen, sondern Maschen, Entschuldigung. Und wir sehen hier einen großen Abstand bis zum nächsten Sternchen. Das heißt, das Sternchen kommt hierhin. Und das geht so. Erste abheben, dann die erste 3 Maschen rechts, eine, zwei, 3 Maschen rechts. Und mit den nächsten 3 Maschen machen wir das, was ich schon Ihnen gezeigt habe. Die 3 Maschen zusammen links. Faden bleibt vorne, Umschlag, der Faden ist immer noch vorne und dann vor dem Faden und vorne hier noch eine links abstricken und dann haben Sie aus 3, 3. Nächste 3 Maschen rechts. Nochmal den Rapport haben wir durch. 3 Maschen rechts und die nächste 3 Maschen zusammen links, Umschlag, vor dem Faden rein und nochmal links abstricken und die nächste 3 Maschen rechts, die Randmasche links. Das war die dritte Reihe. Wir wenden. Und die vierte Reihe stricken wir alle Maschen links. Bitte alle Maschen links stricken. So, meine Lieben, ich zeige es nochmal. Wir haben zweimal das Rapport durch. Und so einfach geht es. Also das Prinzip, hoffe ich, haben Sie verstanden. Hier haben wir hier die Sternchen gehabt. Das heißt, das nächste Sternchen kommt hier am Anfang und so wechseln die das ab, und dann bekommen sie solche schöne schräge Musterbild und sieht zart aus, schön und nochmal aus dem dickeren Faden. Ja, übrigens, ich vergesse immer von hinten zu zeigen, so sieht es von hinten aus. Und das ist aus einem dickeren Faden. So sieht es aus. Ein bisschen grob, ein bisschen. Also aus dem dünneren Faden finde ich das sehr schön. Beides ist mit Nadelstärke 3 gestrickt. Ich hoffe, das hat Ihnen gefallen. Vielen herzlichen Dank für die tolle Kommentare. Ich freue mich immer sehr. Und ihr seid die Beste. Und bleiben Sie bitte munter und gesund in dieser Zeit. Alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.